Noble Geste von Williams. Alle ehemaligen Formel-1-Fahrer, die jetzt als Fernsehkommentatoren arbeiten, wurden zu Testfahrten nach Frankreich eingeladen. Mit dabei auch unser Mann am Mikrofon, Jochen Maas. Williams-Pressesprecherin Anne Bradshaw zu ihrer gelungenen Überraschung. Nun, es war, als würde man Kindern ein Eis anbieten. Alle waren hellauf begeistert. Erst recht nach den 20 Runden im Weltmeisterschaftswagen von Alain Prost. Technik ist so besser geworden und die Chassis wurden besser und natürlich Getriebe, Motor, alles die fast doppelte Leistung, die wir jetzt haben. Das macht so viel aus. Ich finde, dass das Fahren in diesen Autos im Moment leichter ist als damals.